Okay, gut. Dankeschön. Aber gut. Das mal nur nebenbei. Weiß nicht, was schlimmer ist. Solche Level oder die Hitbox? Die geben sich nicht viel, beide Sachen. So, warte mal. Wir haben noch, schweres Unterfangen oder Reich der Bestie. Ich kann mich grob erinnern an Reich der Bestie. War das hier schweres Unterfangen? Machen wir es Reich der Bestie. Und ich glaube, ich wechsle mal auf die Rolle. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir dann sehen. Wir haben es doch gehabt. Rollen. Was ist mit diesem unglaublich robusten Voodoo-Tor? Miss Ruby das scheint ich eigentlich nicht. Etwas fernhalten zu wollen. Oder vielleicht versucht sie etwas drin zu behalten. Finden wir gleich heraus. Wir gehen natürlich wahrscheinlich, genau, außen rum. So. Relativ viel Platz, wenig los. Sieht nach einem Zwischenboss aus, im Normalfall. Das sind ja meistens so die Kriterien. Viel Platz, wenig los ist nie ein gutes Anzeichen für irgendwas, was einem gleich Spaß machen wird, je nachdem. Je nach Auslegungssache. Je nach Fetisch, Moment. Hitbox übrigens. Just saying. Gut, gut, gut. Na. Oh, warte. Okay. In bester Bruce-Manier. Falls ihr den Film noch nie gesehen haben solltet, definitiv anschauen. In Bruges, einer der geilsten Filme, die es gibt. Habe ich nicht hier noch einen Bottle gerade eben gesehen? Na, eventuell. Ändern wir Levelende. Man sieht es zumindest von hier aus schon. Sehen haben wir 100 pro Spoders. Seht zwar momentan noch keine, aber... Ja, da haben wir ihn. Bitch. Ah, sehr schöne Passage. Hätte ruhig ein bisschen länger sein können. Pause on that. Wow, ja. Ich wollte gerade sagen, aufpassen, dass wir auf jeden Fall wieder sicher auf dem Ast landen. Ich glaube, wenn wir danach springen und nicht Kreis drücken, dass wir dann nicht wieder auf dem Ast landen. Gut. Welches Schiff? Das Schiff. Die Cost of Concordia? Na, fuck! Schön mal Damage, den Damage bewahrt, indem wir einfach reingesprungen sind und uns nicht haben treffen lassen. Aber fast Strat. Fast war es Strat. Horn eventuell. Wir haben jetzt schon relativ lange keine Bottles mehr gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben ein oder zwei übersehen. Minimum. Aber jetzt geben sie sich gerade wieder zu erkennen. Ja. Genau sowas. Was übersieht man gerne. Sehr komisches Bewegungsmuster. Kann man direkt hier oben wieder drauf? Ja. Nice. Was sein, die will ich haben, das geht ums Prinzip hier. Unter anderem. Und um die Komplettierung, logischerweise.
das, was den Leuten versprochen wurde. Hallo? Das. Merkt ihr was? Ich sag's immer wieder, Hitbox. Und das wird mein Hauptargument bleiben in Sly Raccoon. Fucking Hitbox. Aber bisher habe ich, also das Reich haben wir gesehen, bisher fehlt mir allerdings noch die Bestie. What the fuck, hä? Giant? Was war das denn? The fuck? Ah, oh ja, wollte gerade sagen. Sieht nach Chase-Sequenz aus. Oh lala. Okay. Also technisch gesehen sind wir noch nicht down. Jetzt sind wir down. Weil ich nochmal zurück wollte und die Bottle wollte. Hm. In 3D wäre das sehr interessant zu sehen. Sie haben Kerzen ebenfalls auf dem Weg, die uns verlangsamen. The fuck? Ich sehe doch, wo ich hin muss. Komm, danke. Ach Gott, zum Bildschirm. Ja, mach hin. Sly, danke. Zum Bildschirm hinlaufen ist nie eine gute Sache. Immer noch am Leben. Jesus Christ, okay, das war ein Jump. Wir haben eine Bottle auf jeden Fall übersehen. Die dürfen wir anscheinend leider nicht mitnehmen. Hier ist noch eine. Good shit. Wie viel fehlt uns noch? Ich glaube, es fehlen uns zwei Bottles. Ja. Eine habe ich auf jeden Fall gesehen, die war auf dem Weg. Haben wir auch den Safe? Haben wir hier noch eine Bottle? Nope. Naja, holen wir uns den Key. Und dann schauen wir mal nach den beiden verbleibenden Bottles. Wie gesagt, von der Existenz von einer wissen wir auf jeden Fall. Da hat sich der Fall ja schon fast erledigt. Hier haben wir die erste. Die habe ich anscheinend bei meiner ersten Rampage irgendwie leicht übersehen, nachdem ich hier dann irgendwie eine Bottle gesehen habe. Gut, damit hat sich das schon fast erledigt. Dann sehen wir uns gleich bei der letzten Bottle. Da haben wir sie. Das waren 30 von 30. Ja, ich nehme mich für den kleinen Chase hier mal noch mit. Vielleicht können wir uns ja jetzt ein bisschen... Oh Gott. Bisschen besser anstellen als vorher. Okay, der... Oh Gott, der Kollege ist nah. Okay, never mind. Hallo? Ja, boosted. Ups. Geboostet. Man kann das so gut cheesen, irgendwie macht das Spaß. Speedrun Stress. Nice. Wer hätte gedacht, dass dieses, dass man ins Wasser fallen kann und man verliert nichts, dass das so OP sein kann? Really? Okay. Ach, das Item, das ich nicht benutze. Ja, okay, das ist gut. Irgendwie habe ich keine Ahnung, was das genau bedeutet. Lass mal sehen. Gut, momentan sehe ich noch gar keinen Unterschied, aber wir haben ja ein paar patrouillierende Wachen in der Overworld.
Vielleicht wird das dann ein bisschen ersichtlicher. Ich dachte, wir kriegen ein Radar oder sowas. Und dann kam ein Sichtkommunikator und dann... Oh, ein Radar für meinen Sichtkommunikator. Nice. Ah. Bleibt Gott. Okay. Haben die alle eigenen Namen? Ist das so, ja? Vor allem habe ich den Kollegen noch gar nicht gesehen gerade hier, aber wurde schon eingetragen hier in den Kommunikator. Ah. Nee. Nagetirus Voodoosium? Liebt Golf, ja. Okay, gut. Thanks for info. Direkt ein bisschen Lore für die einzelnen Gegnerarten. Auch sehr gut. Achso, ja, hier geht's weiter. Ne, Moment, was? Oh. Ah ja, okay. Gern geschehen. Oh, schade. Dachte, das wäre jetzt unser Haustier oder sowas. Ist es wieder verschlossen? Hm, na gut. Okay, Dankeschön dafür. Hat uns jetzt hier neuere Bahnen geöffnet anscheinend. Aufschließen könnte, kann ich vielleicht die Produktion aufhalten und genug Dampfdruck aufbauen, um mich zu Rubys Schädeltempel schießen zu lassen. Okay, klingt, als hätten wir einen Plan. Versuch wir? Im Schatten der Masken, um das Ding herumzukommen, damit ich die Wachen nicht entdecke. Okay, das wären dann die restlichen Level, die wir noch haben. Wir haben heimischer Herd, Abstieg der Gefahren, geisterhafte Reise. Wir machen die beiden zuerst. Heimischer Herd und geisterhafte Reise, weil beide haben sind anscheinend keine Jump'n'Run-Level. Deswegen ist diese Overworld anscheinend extrem schnell, pause, aber auch extrem scheiße. Okay. We can do this. Hopefully. So, was haben wir hier? Natürlich das Jump'n'Run-Level. Abstieg der Gefahren. Kümmern wir uns nach den beiden vermeintlich extrem ekelhaften Leveln drum. Miss Ruby, die beschissenste Subworld. Okay, das ist wieder... Ja, ich sehe schon. Ah, direkt beide nebeneinander. Macht Sinn. Okay. Machen wir das hier mal zuerst. Ich habe keine Ahnung mehr, was die beiden genau sind. Das mit den Piranhas wusste ich noch, aber hier? Keine Ahnung. Ah, das Level. Na, das ging. Das ging. Das ist noch. Das geht noch. Ich glaube, wir müssen die Dinger hier ausschalten. Genau. Ich glaube, das war auch nicht hundertprozentig kein Jump'n'Run. Kann mich aber täuschen, aber dann hätten wir Bottles eigentlich. Naja. Hab ein bisschen was vom Painkiller irgendwie. Zum gewissen Grad. Oh, okay. Sehr schön. Das ist ein Autoscroller. Klassischer Autoscroller. Sagen, leichtes Problem. Ah, wir haben es erkannt, wir haben es gebannt. Sehr gut. Ja, okay, das Level ist noch in Ordnung. Da gab es schon durchaus Schlimmeres. Immer in Bewegung bleiben. Die Barriere hier runterschießen und dann haben wir ihn auch. Sehr gut. Also Ausschau halten brauchen wir ja nicht wirklich nach irgendwas, denn wir haben ja keine Bottles, von daher bleibt das schon mal weg. Kleine Slowdowns. Aber das ist bei den Sprites auch nicht verwunderlich.
Okay. Okay. Uff. Okay, das war eigentlich. Pause. Nice. Got it. Gut, die Kerze wollte ich definitiv weg haben. Das habe ich leicht problematisch gerade. Sehr gut. Verstehe kein Wort. Was? Ektoplasma? Okay. Das sollte zu lösen sein, das Problem. Ist ein bisschen wie Apocalypse, was ich Apocalypse für die PS1, was ich auch schon auf meinem Channel gezockt habe. Das mit Bruce Willis, das Game. Shit. Okay. Das haben wir überstanden, alles klar. Und noch mehr Probleme. Ist ja nicht so, als wären wir denen nicht gewachsen. Slowdowns. Okay. Nicht mal bei Camilla Jane Dingsbums hatten wir neulich Slowdowns gehabt, aber bei den Kollegen schon. Na, das ist lustig. Wir haben zwar ein goldenes Hufeisen, aber wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen. Wir müssen aber auch nah genug rankommen, damit wir überhaupt Damage machen gegen das, gegen diese Barriere. Ja, ja, das war klar, dass wir da Damage nehmen. Gut, 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 gut. Spawn Rate nochmal angekurbelt bei dem letzten. Gut, gut, gut. Nice. Sweet. Das Level war okay, weil es noch so ein bisschen Jump-Run-mäßig veranlagt war. So ist es in Ordnung. Das geht. Was war das Level? Wie ist es? Ich wollte nur sehen, wie das Level hieß. Mein Gott, geisterhafte Reise. Dankeschön dafür. Kommen wir direkt wieder raus? Ja. Sorry, ich hab mich verfahren. Kann passieren. Okay. Da haben wir noch heimischer Herd, war das, glaube ich, da oben.